Bock heiß machen, bis er raucht. Öl rein. Mal kurz Gas geben, schön heiß machen. Dann wieder runterdrehen. Dann das Fleisch vorsichtig von der Seite reingeben. Kurz drin lassen. Wieder Gas geben. Bisschen Öl nochmal dazu. Und schön mit viel Power machen. Zwischendurch immer wieder ein bisschen verrühren. Wie man sieht, die ganze Zeit unter Vollgas, aber der Wok die ganze Zeit in Bewegung halten. Und eigentlich soll das Fleisch ja nicht auf der Wok-Oberfläche garen, sondern fliegend in der Flamme. Also das Fleisch rein, Wok kurz ausputzen, kommt wieder ein bisschen Öl rein. Rauch ist immer noch heiß genug. Jetzt Ingwer, Frühlingszwiebel und die anderen Gewürze. Auch wieder ganz kurz einwocken. Hui. Genau. Jetzt tun wir das Fleisch wieder dazu. Respektive hier ist mal die Zwiebel. Zwiebel kurz glasig wocken. Das Fleisch wieder dazu. Tun wir noch die Brühe rein. In dem Fall war das nur die Hühnerbrühe. Ein bisschen Essig drin. Können wir die Hühnerbrühe wieder einkochen. Wir wollen ja keine Suppe, sondern ein schönes Stir-Fry. Sieht ja schon wunderbar aus. Noch ein bisschen Zucker drüber, ein halber Teelöffel. Das Ganze ein bisschen geschmeidiger und runder gemacht zum Geschmack. Wieder Gas geben und schwuppsiwupps, das Ganze fertig.